Abend. Freitags blenden wir wie immer zurück in die 60er Jahre, in die wilden 60er Jahre. Diesmal geht es um Studentenbude und oder Eigenheim, passend zu Semesterbeginn in diesen Tagen. Gäste haben wir heute, die Musik machen, und zwar die Brothers aus Hagen. Sie machen Musik, habe ich gesagt, und das machen sie uns jetzt klar. Welche Musik? Bitte. The frequency of love is in my head. The frequency of love talks to my heart, talking to my heart. The frequency of love, we both understand, yeah. The frequency of love, ooh. Ain't no secret. The frequency of love. Mehr von der Musik der Brothers gleich bis 6:30. Hier bei Kuck, auch Gast heute die Fußbruchs aus Köln. Die wilden 60er, immer wieder freitags bei Kuck. Die Brothers aus Hagen sind tatsächlich alle Brüder, die Buchholzbrüder. Sie heißen wie? Thilo, Lorenz, Andres und Coco. Ihr habt eine ganze Zeit lang Straßenmusik gemacht und von Straßenmusik gelebt. Wie kann man davon leben, gerade bei so einem Sommer 93? Tja, bei so einem Sommer ist das schwierig, aber es ist auch schon ziemlich lange her, dass wir das ständig gemacht haben. Mittlerweile spielen wir eigentlich viel mehr in Clubs, auf Festivals und anderen Sachen. Aber Straße immer noch gerne hin und wieder, wenn die Sonne scheint. Morgen Abend spielt ihr zum Beispiel wo? In Iserlohn, das ist in der Nähe, also zwischen Dortmund und Hagen. Da ist ein altes Kino, das heißt Gloria Media Palast. Und da geht es um 20 Uhr los mit einer anderen Band zusammen, Marrakesch Express. Wer Lust hat, ist eingeladen. Es gibt noch Karten. In welchen Städten spielt es sich denn, also wenn man Straßenmusik machen will, am besten? Ihr habt auch eine CD produziert, die steht dann wahrscheinlich bei euch vorne im Koffer oder vorm Schlagzeug oder wo auch immer vor. Genau, im Koffer. Ja, am besten sind eigentlich Städte, wo viele Touristen sind oder viele Studenten. Von der Atmosphäre sind die Studentenstädte eigentlich die angenehmsten. Und CDs verkaufen sich eigentlich an Touristen und die Leute, die eben mehr Geld haben, besser. Jetzt haben wir einige neue Songs, wollen wir gucken, dass wir vielleicht eine Firma finden, weil die erste haben wir halt selbst produziert. Und 20 neue Songs sind da und die werden wir aufnehmen. Mal gucken, was draus wird. Mal gucken, wie es sich anhört. Mal hören, wie es sich anhört. Was für ein Stück werdet ihr uns jetzt spielen? Wir spielen jetzt einen Titelsong von unserer CD. Also die CD ist ungefähr vor einem Jahr schon rausgekommen. Und das Stück ist über Südamerika und die Situation der Indios da. Und das Stück heißt No Way to Freedom. No Way to Freedom mit den Brothers aus Hagen. Like the rhythm of a running train, my heart's beating fast. Another new situation, I understand at last. A foreign country far away, the people are poor. The riches they once had were stolen away from here. Ain't a way to free them. And the soldiers, priests and bankers came to build up their state. But no one asked them to come in for the money, blood and hate. In the usual times of history, they call themselves democratic. And all the people are the same, the problems are just economic. Ain't a way to freedom, but push in the back to move your feet. Ain't a way to freedom, I'm pushing the back to move your freedom, I'm pushing the back to move your feet.
steps on a dusty street. I'm standing between ruins. All the Indians have been killed or were banished to Santa Cruz. Ain't a way to freedom. A push in the back to move the feet. Ain't a way to freedom. A push in the back to move your feet. Whoa. Guck am Montag wieder 18.05 Uhr bis 18.30 Uhr, dann mit Hartmut Krause. Schönes Wochenende, tschüss, vielen Dank. Danke auch an Sie.